So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Asterix Maximum Gaudium. Ich habe den Namen einfach mal auf dem Editor aufgeschrieben, weil letztes Mal etwas peinlich. Wir machen wieder Maximum Gaudium. Alle Kapitel wieder. Einspieler mit Asterix diesmal. Ich habe ja versprochen, ich mache alle Charakter. Ja, das erste Minispiel kommt mal wieder. Ups, die Maus mal rausnehmen. Es heißt Schießen und Punkten. Ihr kennt es ja bereits schon. Der beste ist Trubedix und 1350 Punkte. Am naja. Auf die Plätze. Fertig. Toppen wir eh. Diesmal spinnt mein Controller irgendwie nicht. Ich hab vergessen, wie man schießt. Das war schlecht. Scheiße. Mann. Bin ich so schlecht? Kann man mir noch nicht erzählen, ey, dass ich jetzt schon abkacke. Nachladen. Oh Gott, ey, peinlich. Peinliche Sache. Oh, boah, Alter, ich bin hier fast vom Stämme mal. Kannst du doch keinen erzählen. So, so. Gute Sache, gute Sache. Auf jeden Fall. Also noch Römer. Die Wikinger dahin sollte man immer abschießen. Die bringen wirklich extrem viele Punkte. Gut. Gute Sache. Oh, da ist ein Stück Stein oder was auch immer das sein soll. Ich weiß nicht wirklich, was das für Sachen sein sind. Upala. So. Ihr fetzt es ganz schön und der Controller spinnt irgendwie. So. Noch ist es eigentlich ganz einfach. Ich brauche noch 300 Punkte, dann haben wir auch schon. Ja, viele Punkte, auf jeden Fall. Ist aufgefallen, dass die Dinge überhaupt nicht treffen. Die treffen einen nie. Also die normalen Dinger. Oh, das sind Römer. Abschießen, 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 abschießen. Komm, irgendwann mal da bald Römer. Ich will die mal abschießen. So. Mal ich ins Dorf schießen? Nö. Ist das Dorf, wo Asterix wohnt? Und Obelix und Miraculix und den ganzen Typen. Die irgendwie alle mit X enden. Gut, wir fehlen nicht mehr wirklich viele Punkte. Gut, wir haben jetzt, wir sind genauso gut wie der andere. Auf jeden Fall, die Uhr ist auch gleich um. Das heißt, wir haben eine Sieger schon so gut wie in der Tasche. Mit nicht viel Abstand, aber. Deswegen machen wir hier nochmal ein bisschen. Schnappen uns noch ein paar Punkte. Und wir haben gewonnen. Ist. Ich natürlich. Was, Asterix ist der Gewinner? Warum das denn? Ein bisschen die Stimme ein bisschen lustig. Ich weiß aber nicht, warum das I klein ist. Alles ist groß außer das I. Also. Finde ich ja schon ein bisschen komisch. Aber der Entwickler wusste bestimmt, dass ich das Let's Playen werde und dass ich mich 7 nennen werde. Oder Punkt. Deswegen hat er das I klein geschrieben, weil ich das groß nicht mag. So muss es sein. Zutaten rennen. Wir werden mal wieder ein paar Zutaten sammeln. Bereit machen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Der ist auch schon die erste Zutate. Ach du Penner. Dumme Sau, du. Na, komm her, du Fettsack. Komm. Ja, komm. Scheiße, der verarscht mich voll. Mein Gott. Obelix, komm her. Ja. Gib her, gib her, gib her, du Sack. Wie geil, wie geil. Tschüss. Ich dachte erstmal alles. Ja, ich habe schon ziemlich viele Sachen. Wow. Gebe ich jetzt erstmal ab. Und mir fehlen nur 3 Sachen. Ist das nicht geil? Ja, das ist natürlich geil. Man kann auch einfach Punkte sammeln, indem man Gegner tötet, aber das bringt nicht allzu viel. Kann man machen, muss man jetzt aber nicht. Ich brauche ein paar Zutaten, 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 Zutaten. Ah, das ist doch scheiße. Wo bleiben meine Zutaten? Fische, kommt her! Danke! Weiter geht's! Lalalala, das Ei brauche ich nicht, ich brauche noch eine Blume.
Und noch eine andere Blume. Warum nützt überhaupt Blumen? Hallo, ich mach doch keinen Zaubertrank mit Blumen. Wie dumm bin ich denn? Blumen schmecken gar nicht. Gut, man kann auch Blumen irgendwie essen und irgendwie. Keine Ahnung, ich bin aber nicht so der Eckblumen-Experte. Gib mir die Kacke. Ja, komm. Ja, geil. Ich darf niemanden von getroffen werden, die jagen mich jetzt bestimmt. Ich bin der Blaue. Und ab ins Ziel. Nimm noch den Römer mit. Und ins Ziel. Und der Gewinner ist Asterix. Gute Sache. Ach, ich war mal besser. Gut, wir sind erst und sehen noch zwei Minispiele. Und ich habe ja Asterix geschrieben, nicht Asterix. Egal. Schieben wir halt Asterix fest mal. Oh ja. Bereit machen. Auf die Plätze. Ja, essen wir mal. Fertig. Los, los, los. Los, los, los. Dalli, dalli. Bin schon fertig, ihr Säcke. Oh, das bringt ja auch so viel. Na, Hähnchen. Käse. Alles dabei, alles, was der Körper benötigt. So. Eine leckere Wurst. Na komm. Ich riech nur was Vergammeltes oder was. So, nochmal zum Abspülen. Na komm, weil ich. Wenn der sein großes Ding bekommt, dann klaue ich den das aber. Könnt ihr glauben. Da kommt's doch schon. Muss mich beeilen. Wenn das nächste ist, dann klaue ich ihn. Komm es. Ja, komm. Oh Mann, klau diesen Zack. Dankeschön. Ja, klau den Fische brauche ich eh nicht. So, lecker. So, upsala. Ja, vergammelt. So. Apfel will ich auch noch essen, gib mir den Apfel. Und der Gewinner ist. Asterix. Oh, Obelix, du musst doch nicht weinen. Highscore. Oh, ich will jetzt mal besser, Mann. Gut, dass er damit geschafft. Der Part war jetzt. Na komm, machen wir noch eins. Ich nehme gerade 8 Minuten auf, glaube ich. Ist nicht viel, aber. Gut. Der Wettbewerb hat begonnen und. Ja, das kennen wir schon. Da brauchst du mir nicht erzählen. Oppi. Ich denke mal, Wildschweinjagd schaffen wir noch. Und dann. Muss ich mich leider von euch verabschieden. Oh. Egal. Bereit machen. Gut, los geht's. Auf die Plätze. Fertig. Los. Fettsack. Ich hau den immer, ich weiß nicht warum. Das macht einfach Spaß. So. Diesmal nur Wildschwein jagen. Die Roten bringen mehr. Die Braunen bringen mehr als die normalen. Einfach mal ein paar Wildschweine schlagen, ne? So. Da kam ihm gerade voll in die Faust gelaufen. Töten. Halt, wie alles wegmetzel. Hahaha. wegmetzeln. Alles töten. Ach, scheiße, ich darf Idefix nicht schlagen. Boah, cool, guck dir das mal an hier, wie ich abgehe. Na komm. So, alle töten. Ein Römer mal. Boah, meine Punkte, ey. Alter.
Sind die auch eventuell mal ein paar Wildschweine? Ja, danke. Na, tolles Wildschwein. Obelix, du dicke Sau. So. ...31 schon, wow. Mein neuer Rekord, glaube ich, weil so vielleicht noch nie. So. Also damit habe ich wirklich Abstand. Ziemlich viel. Muss man sagen. Da führe ich mit ziemlich viel Punkten. Irgendwie habe ich voll lange Unbesiegbarkeitstrank. Könnte aber auch daran liegen, dass ich so viele davon nehme. Ich pumpe meinen Körper dann ziemlich voll mit. So, komm, nein. Okay, weg, du Blödmann. Du soll nicht in meinen Weg gehen. Alter, wie viel ich einfach abschlachte. Oh Gott, ey. Der Gewinner ist... 3200 Punkte. Ach du Scheiße. 1000 mehr als Obelix. Gut, ich würde sagen, damit war's und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Euer Super Siemens. Ciao.